Folgende Situation kennen wir sicher alle. Ihr habt gerade mal wieder einen neuen Song auf YouTube entdeckt und dann steckt eure Kopfhörer rein, genießt gerade die Musik und macht einfach aus reiner Gewohnheit das Display aus oder antwortet auf eine Nachricht auf WhatsApp und merkt, scheiße, YouTube hat sich gerade geschlossen, die Musik hört auf. Dieses Problem hatte ich auch schon echt häufig und es hat mich echt gestört, aber ich habe dafür eine Lösung gefunden und die möchte ich euch heute zeigen. Als erstes geht ihr in euren App Drawer und gebt da Play Store oder Play ein und geht in den Google Play Store. Dort angekommen, gebt ihr dann in der Suche einfach Firefox oder Mozilla Firefox oder auch nur Mozilla ein und findet dann den Mozilla Firefox Browser. Dann klickt ihr dort auf Installieren, nehmt die ganzen Bedingungen an und wartet ein bisschen, bis sich der Browser installiert hat. Wenn ihr dann im Browser angekommen seid, gebt ihr dort oben einfach YouTube ein, ist da meistens auch schon als Vorschlag vorinstalliert und findet euch dann auf der YouTube-Seite wieder. Zugegeben, es sieht ein bisschen anders und ein bisschen älter aus als in der App, aber es funktioniert. Dann klickt ihr dort einfach auf Suchen, gebt den Song ein, den ihr sucht und könnt euren Song ab sofort hören. Das Besondere, wenn ihr den Home-Button drückt oder das Display sperrt oder auch einfach zu WhatsApp wechselt oder sonst irgendeiner App, die nicht gerade ein Video abspielt, dann wird das Video im Hintergrund einfach weiter wiedergegeben und die Musik ist dauerhaft zu hören. So könnt ihr also YouTube-Videos bzw. Musikvideos auf YouTube hören, genauso als wenn ihr gerade einfach zum Beispiel mit Play Music Musik hören würdet. Wenn euch dieses Video irgendwie geholfen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, schreibt mir noch in die Kommentare, was ich sonst noch so verbessern kann und dann habt noch einen schönen Tag, macht es gut, ciao!